das Lisese-Gymnasium in Istanbul. Eine staatliche türkische Eliteschule, die seit vielen Jahren auch mit deutschen Geldern gefördert wird. So unterrichten derzeit 35 Lehrer aus Deutschland. Und besonders begabte Schüler wurden in den vergangenen Jahren auch an deutsche Unis vermittelt, etwa nach Kaiserslautern. Nun sorgt diese Mitteilung aus der Schule für Aufregung. Ab sofort dürfe nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt werden. Kritik kommt von den Grünen. Wir bezahlen für diese Lehrer, wir zahlen für diese Schule mit. Und dass man uns jetzt versucht zu verbieten, dass Weihnachtslieder gesungen werden, das ist nicht akzeptabel. Die einzig mögliche Reaktion, wenn sich das nicht ändert, ist, dass wir dafür kein Geld mehr bezahlen. Vertreter der Bundesregierung klangen heute etwas moderater als die Opposition. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, es sei sehr schade, dass die gute Tradition ausgesetzt werde. Vertreter der Union erinnerten daran, der Austausch der beiden Kulturen sei festgeschrieben in einem Abkommen aus den 50er Jahren. Ich denke, die Bundesregierung muss ziemlich klar machen, dass das Kulturabkommen einzuhalten ist. Und ich finde, die deutschen Lehrer sollten weiterhin auch über Weihnachten reden und auch entsprechende Weihnachtslieder singen. Also von daher denke ich, muss klar sein, das Kulturabkommen gilt. Am Nachmittag tauchten dann Dementis von der türkischen Seite auf. Berichte über das Weihnachtsverbot entbehrten jeglicher Grundlage, heißt es aus dem türkischen Menschenrechtsausschuss. Und die türkische Schulleitung veröffentlichte, ein Weihnachtsverbot gebe es nicht. Allerdings hätten die deutschen Lehrer das Thema nicht so behandelt, wie es im Lehrplan vorgesehen sei.